Ja, moin Leute. Seid herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Way of the Hunter. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, heute sind wir mal wieder unterwegs in etwas bergigeren Regionen von Transsilvanien. Wir sind in der Region Regina Berge unterwegs. Das hat den speziellen Grund, dass ich hier oben gerne eine Quest verfolgen würde. Und zwar die Quest, lasst sie mich kurz aufrufen, hier zwei Wolfsfeen in dem Gebiet zu erlegen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind Wolfsfeen ausgewachsene Weibchen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es sind auf jeden Fall Weibchen. Ob sie jetzt ausgewachsen sind oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Und deswegen dachte ich, wir geben den mal einen Try. Und ja, ich bin auf dem Weg nach ganz oben links, denn hier scheint es Wölfe zu geben. Und naja, vielleicht haben wir ja Glück und wir finden zwei ausgewachsene Weibchen oder so. Jetzt habe ich hier erstmal ein paar Gämse gefunden. Und ich bin ehrlich, ich habe gedacht, hier ist ein bisschen mehr drin, aber ja, wir haben leider keine ausgewachsenen Tiere, auch leider keine sonderlich prächtigen Tiere. Ja, ich würde vielleicht ein erwachsenes Weibchen abschießen hier. Zwei erwachsene Weibchen haben wir da, noch ein Jungtier. Ich denke, ein Weibchen können wir ruhig schießen. So, das Tier, was da gerade, warum. Warum habe ich auf der 1 eine Schrotflinte? Und auf der 2 die Scout. Okay, was ist das für ein Loadout? Na gut, die Scout reicht für diese Tiere auch aus. Das ist die gute Nachricht. Und ich hoffe, das war das Weibchen. Wenn nicht, habe ich jetzt, naja, das falsche Tier vielleicht gleich abgeschossen. Bleib stehen, bitte. Bitte stehen bleiben. Komm schon. Mach's mir nicht so schwer. Ja, so ist gut. 150 Meter passt, Gegenwind passt und. Ja. Ich denke mal, der hat gesessen. Die Blutspur sieht auf jeden Fall gut aus. So, wollen wir noch jemanden? Nee, ich kann nicht, ich kann nicht. Es lohnt sich leider einfach nicht. Dafür waren die Tiere einfach nicht speziell genug. Nicht gut genug. Naja, vielleicht finden wir nochmal ein bisschen was Besseres. Ich bin sicher, wir finden noch was Besseres. Also, besser als ein erwachsenes Weibchen, ja, ist ja so ziemlich alles. Okay, gehen wir mal rüber und holen das Tier nochmal ab. Gut, dann schauen wir doch mal, wo wir hier Schönes getroffen haben. Erstmal kurz die Blutspur anschauen. Mittlere Menge Blut. Okay. So weit hinten haben wir getroffen. Ich dachte, ich hätte aufs Schulterblatt hier geschossen. Naja, gut. Ist trotzdem in Ordnung. Warum habe ich die Leber getroffen? Lol, die Leber sitzt. Ah, okay. Okay, bei den anderen Tieren sitzt die Leber nicht so weit in der Lunge, oder? Oder täusche ich mich da? Ja gut, wir haben Lunge und Leber getroffen. Ich meine, ja, warum nicht? Ist okay, würde ich sagen. Ja, richtige Waffe hat man auch benutzt. Also, alles fein. Suchen wir uns mal ein paar spannendere Tiere, würde ich sagen. Ja. So, ich bin ganz oben links angekommen. Jetzt ist die Frage, wo sich die guten Wölfe hier verstecken. Wo ist denn das? Okay, das Ruhegebiet war da drüben. Da habe ich gerade schon mal geschaut, da habe ich nichts gesehen. Rein theoretisch ist noch Ruhezeit, aber 13. Na, lass mich nochmal kurz schauen. Wartet mal. Die Wölfe. Grauwolf? Ruhezeit von 8 Uhr. Naja, bis 13 Uhr ist jetzt halt die Frage, ob die da noch sind. Ich war da eben in der Nähe und habe nichts gesehen, deswegen. Ich gehe auf jeden Fall dann gleich nochmal dann schauen. Jetzt zunächst habe ich aber erst nochmal ein paar andere Tiere im Blick gehabt. Und zwar ein paar Mafflons, die hier unten am Grasen sind. Zwei Sterne erwachsen. Das ist schon mal nicht schlecht. Leider habe ich schon wieder das gleiche Problem. Wir sehen hier kein ausgewachsenes Tier. Das ist ein bisschen unschön. Aber wir haben auf jeden Fall bessere und schlechtere Tiere. Das Zwei-Sterne-Tier ist natürlich das bessere. Wir könnten natürlich sagen, wir schießen das schlechtere Tier, also von den Ein-Sterne-Männchen. Ich würde auch sagen, das machen wir. Ist jetzt die Frage, sehen wir das von außen vielleicht, wer besser sein könnte? Tendenziell würde ich sagen, das Tier ist besser, weil das Horn auf beiden Seiten mehr Krümmung hat und auch länger ist. Würde ich sagen, also hier auf der Seite, das Horn ist auf jeden Fall kleiner. Deswegen würde ich sagen, wir erschießen das Tier da hinten. Das steht eh so weit abseits. Ja, das können wir machen. So, der Gegenwind ist natürlich perfekt.
Ungefähr so würde ich zielen für einen Herzschuss. Ja, da ist es down, würde ich sagen. Noch ein Weibchen vielleicht? Bietet sich nicht an. Bietet sich einfach nicht an. Ich habe auch nicht gecheckt, wie alt die waren. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auf Erwachsen getippt. Aber ja, gut. Das war doch eine cleane Nummer. So, jetzt würde ich halt trotzdem ganz gerne nochmal nach den Wölfen dann schauen. Wir holen natürlich zunächst erstmal das Tier ab. Und dann gehe ich nochmal zu dem Ruheplatz, der auf der Karte eingezeichnet war. Die Wölfe haben halt auch gutes Sinne. So, an die kommt man leider auch nicht so nah ran. Vor allem mit dem Auto nicht so gut. Na, mal schauen. Oh, ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht das Herz getroffen haben. Ja, oder zumindest... Na, in die Nähe? Jawohl, jawohl. Ich hab's getroffen. Ja, knapp am Schulterblatt vorbei. Der Winkel war eigentlich ideal, weil wir den Knochen dadurch nicht getroffen haben. Gut, wir haben den da hinten getroffen, aber das ist nicht so wild. Und direkt rein ins Herz. Stark. Sogar, es wäre sogar an dem Schuss in den Lungenflügel schon gestorben. Und an der... Oh, krass. Ja, dem Tier haben wir es ordentlich gegeben und... Wir haben richtig gesehen, das hat nur 41%. Das Horn sieht ja okay aus, aber das Horn, das habe ich gesehen, das war ein bisschen krumm. Ich denke, das war in Ordnung, war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. So, ich habe gerade auch die Idee gehabt, wenn die Wölfe da jetzt nicht sind, könnte ich auch einfach am Lagerplatz die Zeit nochmal auf 8 Uhr drehen. 8 Uhr war es, glaube ich, oder? Und dann sind sie vielleicht da. Frage ist, wenn der Lagerplatz zu nah daran ist, dann sehen wir die Tiere nicht. Dann müssen wir uns erst nochmal ein Stück entfernen und wieder dahin gehen. Wir probieren es aus. Ja, das mit den Wölfen, das hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt, sage ich ganz ehrlich. Ich war jetzt mit der Lockdröte zu allen Zeiten am Start. Also zu Schlafenszeit oder Ruhezeit, zur Futterzeit und zur Trinkzeit. Und ich habe nie auch nur... ein Geräusch von Wölfen gehört. Obwohl ich auch den Locker dabei hatte und so. Also das, ja, das habe ich dann jetzt aufgegeben. Ja, stattdessen fahren wir jetzt einfach die Straße hier weiter nach Süden. Und ich habe mich hier gerade mal auf die Lauer gelegt. Und jetzt kommen hier doch tatsächlich so ein paar Mufflons zu mir gelaufen. Obwohl ich hier drüben im Wald eben noch, oh, wie hießen sie denn? Gämse gesehen habe. Ja, genau, Gämse, stimmt. Und da war sogar eine weiße Gams dabei. Ja, sogar ein, naja, leider ein weibliches Jungtier, aber immerhin, also sieht man auch nicht alle Tage. So, naja gut, jetzt sollten wir uns mal überlegen. Hallo. Okay, wir brauchen uns nicht großartig überlegen, wen wir abschießen. Ich hab da jemanden, den wir uns abschießen. 3 Sterne ist natürlich ordentlich. Da freut sich mein Jägerherz natürlich. So, na gut, 100 Meter ist okay, oder? Ja, legen wir uns mal auf die Lauer. Das ist natürlich eine optimale Distanz, ne? So, aber das Tier wird wahrscheinlich nicht anhalten, deswegen... Hammer. Ah, nee, Nachwuchs abschießen ist nicht so gut. Weibchen, ja, vielleicht. Okay. Und von den Gämsen habe ich gerade noch nichts gehört. Vielleicht sind die sogar noch da. Die Frage ist, wie finden wir das heraus? Wir stellen erstmal einen Hochsitz, weil Überblick ist natürlich immer eine feine Sache. Wobei das bei den Wäldern auch manchmal von Nachteil ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Steht da was? Nee, das ist ein Busch, oder? So, wo sind sie denn, die Gämse? Sind die überhaupt noch da? Ich könnte mir auch vorstellen, dass die abgehauen sind. Vielleicht habe ich einfach nur nichts gehört. Aber die würden auch Geräusche machen eigentlich. Ja, ich kann sie nicht ausmachen. Also ich sehe auch nicht die weiße Gams irgendwie zwischen den Bäumen. Deswegen werde ich mal davon ausgehen, dass die wahrscheinlich nicht mehr da sind. Schade. Ich hätte die weiße Gams ganz gerne nochmal gezeigt, aber gut. Dann müsst ihr mir halt einfach glauben, schätze ich. Naja gut, dann schauen wir uns doch mal unsere Beute an. 3 Sterne ist doch zumindest mal was, was man zeigen kann. Im Vergleich zu dem Rest, was wir jetzt eben geschossen haben. Guck nochmal, ob ich hier zu Fuß noch was sehe. Was sieht nicht so aus. 3 Sterne. Na geil, ich dachte schon, da sind nur Tiere mit einem Stern dabei. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass da nichts bei rumkommt. Aber gut,
3 Sterne ist natürlich nett. Ich versuche immer noch mal raus, rüber zu gucken, ob ich die Gämse sehe. Ja, jetzt höre ich sie auf jeden Fall. Jetzt sind sie am Flüchten. Komm, vielleicht sieht man wenigstens die weiße Gams nochmal. Ja, guckt mal, da ist sie, die weiße. So, jetzt habt ihr sie zumindest mal gesehen. Oh, ausgewachsenes Tier war dabei. Okay, erwachsen. Mhm. Erwachsen. Mhm, mhm, mhm. Vielleicht kann ich die Tiere natürlich nochmal verfolgen. Ich sehe ja, wo sie gerade hinlaufen. Obwohl, wenn die über den Berg drüber laufen. Nee, das ist halt wieder genau die andere Richtung. Nee. Da gehen wir lieber weiter nach Süden und hoffen noch auf ein paar Hirsche. So ein paar Dammhirsche oder so hier. Das wäre schon ganz schmackhaft. So, gucken wir uns das an. Das war ein solider Schuss dafür, dass das Tier gelaufen ist. Genau durch den Knochen durch, ins Herz, in beide Lungenflügel. Ja, stark. So wünsche ich mir meine Schüsse. Und 83% ist actually auch relativ gut. 3 Sterne ist natürlich dementsprechend auch angemessen. Ja, der Freund, der darf bei mir in die Sammlung. Doch, der sah ganz schön aus. Den nehmen wir mal mit. Gut. Weiter nach Süden, würde ich sagen. Und ja, wir hoffen mal auf Hirsche und vielleicht noch ein paar Mufflons und Gämse würde ich schon noch mitnehmen, wenn sie ein paar Sterne haben. Vielleicht auch ein paar Wölfe, aber die habe ich ehrlich gesagt schon abgeschrieben. Ja. Ja, da vorne steht ein Tier auf der Straße. Oder direkt neben der Straße. Leider nur ein weibliches Jungtier. Aber ich habe überlegt, ob man das trotzdem mitnehmen. Einfach mal, um kurz mal so die Herzschüsse zu trainieren oder so. Ich meine, es steht schön seitlich. Ist ein gutes Trainingsobjekt. Und ich meine, ein weibliches Jungtier. Ich meine, Leute. Ich sehe leider nicht, ob da noch mehr Tiere sind. Also ich würde ja gerne schauen, aber ich würde das Tier schon mitnehmen jetzt. Okay, es hat sich bewegt. Das ist jetzt natürlich... Das macht die ganze Sache mit dem Herztreffer natürlich schwieriger. Aber immer noch, also der Trainingsfaktor ist immer noch da. Also komm. Obwohl, das sind Tiere im Busch. Da ist irgendwas im Busch. Na komm. Wir geben dem Tier mal eine Chance und... Hab ich gerade noch irgendwas gehört? Nee. Und gucken mal, wer da noch so dabei ist. Vielleicht lohnt sich ja irgendjemand mehr. Komm ich da rüber? Hier, oder? So, dann fahren wir da hoch. Da oben waren eben auch irgendwelche Tiere, die abgehauen sind. Habe ich leider nicht gesehen, was das für Tiere waren. Vielleicht können wir die ja von hier oben auch nochmal sehen. So, da unten sehe ich schon Bewegung. Müssen wir jetzt uns kurz ein bisschen langsamer bewegen, dass die nicht gleich abhauen, die Tiere. So, erwachsen, erwachsen, erwachsen. Erwachsen. Und das Jungtier ist das hier wahrscheinlich. Ich sag ehrlich, nicht die blendendste Auswahl überhaupt. Aber wir müssen nehmen, was wir hier haben, ne? Ich gucke erst nochmal in die Ferne, was wir hier so noch haben. Ich habe doch da irgendwelche Tiere noch gesehen. Ah, die können halt überall hingerannt sein. Die sind wahrscheinlich irgendwo im Wald verschwunden. Ja. Na gut. Na gut. Dann holen wir uns jetzt eine Gams. Ja, ich würde sagen, wir schießen einfach irgendeine erwachsene männliche Gams oder ein Weibchen. Ja, bei den Männchen macht es halt leider wenig Sinn, weil ich die DNA-Werte nicht weiß. Ich meine, ein Stern, wie gut können sie sein? Hm. Aber auf der anderen Seite kommt auch noch eins. Auch noch erwachsen. Kann es halt leider auch nicht prüfen, wer einen schlechten und wer einen guten DNA-Wert hat. Deswegen bin ich eher für Weibchen tatsächlich. So, du warst ein Weibchen, ne? Und du warst ein Weibchen. Die Weibchen haben keine Hörner hier. Ist das richtig? Ich glaub schon, ja. Oder? Doch, die haben Hörner. Okay, ich guck nochmal kurz. Das war ein Weibchen, ne? Hier. Ja. Okay, dann werden wir das uns mitnehmen. Okay, 150 Meter ist, glaube ich, okay. Wir haben Rückenwind. Jetzt haben wir natürlich noch diesen Busch genau davor. Dann nehmen wir halt das Weibchen. Ich meine, das war auch ein Weibchen, oder? Amin. Ja. So, wollen wir noch? Könnten vielleicht ja noch... Nee, okay. Machen wir nicht. Ja, das... Die Blutspur sieht auf jeden Fall gut aus. Da liegt unser Tier. Ja, ich meine, das war okay. Vielleicht haben wir sogar das Herz getroffen, aber na, der Winkel war... schwierig, schwierig. Gucken wir uns das mal an.
Es war außerdem ein bisschen random, der Schuss. Ein bisschen notgedrungen, könnte man sagen. Aber gut. Das ist auf jeden Fall eine große Menge Blut, wenn ich das richtig sehe. Jo. Oh, hier unten sind Tiere, da ist die Bewegung. Okay. Nehmen wir erstmal das hier mit. Ein bisschen zu hoch fürs Herz. Alles andere habe ich getroffen, das Herz leider nicht. Aber gut, hat trotzdem gepasst. Erwachsenes Weibchen, jo. Okay. Gut, die Tiere rennen weiter die Straße nach unten, würde ich mal sagen. Ich vermute, wenn wir die Straße weiter entlang fahren, werden wir die Tiere nochmal finden. Die Frage ist, ob wir sie finden, ohne sie zu verschrecken oder nicht. Wir werden es herausfinden. Ganz einfach. Okay, nächster Stopp. Wir haben wieder Gämse. Was auch sonst? Haben wir diesmal auch was vielleicht etwas Besseres als... Nein, haben wir nicht. Tja. Na gut. Dann holen wir uns hier eben auch nochmal kurz eine Gams ab und fahren auch dann einfach weiter. Da hinten kommt noch eine Gams. Hallo, sind Sie vielleicht erwachsen? Ich meine, ausgewachsen? Ja, shit. Jetzt habe ich es gejinxt. Natürlich ist er erwachsen. Ja, komm. Wir schießen einfach eine. Was soll's. Ich glaube, das macht da nicht so großen Unterschied. Da haben wir noch ein Tier. Das sieht aus wie ein Weibchen wahrscheinlich. Komm, du bist es jetzt. Und... Ah, das wäre gut gewesen jetzt. Und, ja. Denke mal, das war vielleicht unser Herzschuss. Das war auch ein tödlicher Treffer, wenn ich das so richtig sehe. Hallo, da geht's nicht lang. Hallo, stopp. Beruhigen Sie sich. Jo. Gut, immerhin sind die Gämse immer wieder für ein bisschen Spaß zu haben, ne? So, wo ist denn das Tier? Hier im Fluss ist es doch irgendwo liegen geblieben, oder? Jo. So, wie gut haben wir dich denn getroffen? Haben wir da vielleicht sogar... Naja, gut. Bin ich zufrieden mit, ganz ehrlich, komm. Guck mal. Auch noch erwachsenes Männchen mit weniger als 30%. Also, gut, dass wir das abgeschossen haben. War doch guter Instinkt, würde ich sagen. Ausnahmsweise. So, und dann haben wir hier noch das Tier. Haben wir hier denn das Herz getroffen? Oh, wir haben leider knapp am Herz vorbeigeschossen. Aber gut, reicht auch absolut aus. Das hingegen... War ein Männchen mit deutlich mehr. Oh, naja. Wie gewonnen, so zerronnen, würde ich sagen. Einmal ein schlechtes Tier und einmal ein gutes Tier. 83%. Das wäre schon gut gewesen. Naja, schade, macht nichts. Weiter geht's. So, eine Kurve weiter erwarten uns... Oh, noch ein paar Gämse. Scheinbar der Restbestand von den Tieren eben. Aber nein, eigentlich wollte ich mal sagen, da erwarten uns ein paar Mufflons. Scheiße, ich bin zu weit weg. Ja, ich kann leider nicht einsehen, was da für Mufflons am Start sind. Aber vielleicht können wir mal den Köpfe betrachten. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Das Tier werde ich abschießen auf jeden Fall. Aber könntest du vielleicht auch mal den Kopf heben? Komm, Mufflon-Freund, bitte. Einmal bitte die... Oh, warte mal, das sieht nicht schlecht aus, glaube ich. Ich würde das zu gerne jetzt abschießen, aber zeig doch deine Hörner. Also das Tier sieht tendenziell... besser aus. Aber gut, ist jetzt auch nicht der heilige Gral, würde ich sagen. Wir fahren mal hinterher und gucken mal, ob sich da was machen lässt, vielleicht. Jetzt mal die Hochstände wieder einsammeln. Es könnte natürlich sein, dass wir den jetzt ein bisschen zu nah auf die Pelle rücken. Aber wir werden mal schauen. So, da hinten sind sie. Brauche nochmal einen Hochstand, weil das Terrain arbeitet wieder mal gegen mich. So, und dann gucken wir noch mal. Im Zweifel schießen wir einfach das schlechtere Männchen, würde ich wieder sagen. Hallöchen. Freut mich, euch kennenzulernen. Ja, du bist es. Okay, ich dachte eben, die Tiere sind da hinten, weil da hinten sind ja auch Tiere, aber das sind die Gämse. Ja gut, dann machen wir das eben so. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Oh. Sag doch, die Mufflons sind immer für einen Scherz zu haben. Was war das für ein Tier? Das habe ich eben nicht gesehen. Kann das sein, dass das versteckt war?
sah doch schon ausgewachsen aus, würde ich schon fast sagen. Ach, keine Ahnung. Nee, vielleicht. Vielleicht täusche ich mich da. Ja, der Headshot war natürlich nochmal ein geiler Bonus, würde ich sagen. So, Hallöchen. Ja, ist natürlich jetzt wenig abwechslungsreich mit Mufflons und Gämsen, aber ja, immer wieder eine Freude, wenn ich diese Tiere hier abschießen darf. Erwachsenes Männchen, 66%. I mean, ja, ist an sich nicht schlecht, aber guckt euch das an. Also, das kann man einfach nicht, also, das kann man so nicht machen. Das kann man so nicht angehen. Okay, und das Tier, ja, mit Schädel- und Hörntreffer. Oh. Ja, ist leider ein Jungtier gewesen, aber gut. Kann man mal drüber hinwegsehen. Ja, läuft doch ganz gut. Gehen wir mal weiter und hoffen mal auf Hirsche, würde ich sagen. Ja, da unten sind mal wieder meine besten Freunde auf Erden. Die guten Gämse. Ich weiß, Leute, was ihr denkt. Oh, schon wieder Gämse. Aber wir nehmen die jetzt eben mit. Also, die kommen ja sogar straight auf mich zu. Ja, bevor ich sie verschrecke, nehme ich sie lieber mit. So, hier haben wir sogar mal ausgewachsene Tiere dabei. Das ist vielleicht auch mal akzeptabel, wenn wir die abschießen. So, leider keine Männchen. Aber gut, scheinbar sind die hier sehr gefährdet. Scheinbar schieße ich die immer ab, bevor die erwachsen sind. Oder lass am Ende keine Tiere übrig oder so. Auf jeden Fall gibt es sehr wenig ausgewachsene Tiere hier in der Gegend. So, so wäre, glaube ich, okay vom Schusswinkel her. Wir haben Seitenwind, aber auf die Distanz. Zack. Fein. So, noch jemand? Ja, nee. Nee. Ganz entspannt. Ja, gut. Wieder einer für unsere Sache. Ist okay. So, jetzt habe ich natürlich wieder nicht markiert, aber der lag irgendwie unten am Wasser, ne? Au, ja gut, das ist die Blutspur, markiert das Tier von selbst. Das ist ja mehr Blut als Tier hier. Okay, Rückgrat. Okay. Hinter dem Rückgrat wäre natürlich auch noch die Lunge gewesen, aber Rückgrat ist auch mal in Ordnung, würde ich sagen. $270 nochmal auf Lock. Easy. Gut. Oh, endlich gibt's mal ein bisschen Abwechslung, Leute. Was verbirgt sich wohl hinter diesem Berg? Ja, ihr dürft gerne mal raten, es sind gleich gar keine Tiere mehr. Rothirsche, jawohl. Okay, sie haben mich nicht bemerkt, das ist doch schon mal was Gutes. Hätte auch sein können, die haben mich hätten mich bemerkt und wären abgehauen in der Zeit, wo ich den Berg hochgeschlichen bin. Aber gut, alles in Ordnung. Wir können noch mal ein Stück näher rangehen. Und dann, ja, wen wollen wir denn? Der hier steht halt echt gut, ne? Der da hinten, das sieht auch noch gut aus. Aber der Kollege hier hat sich natürlich wunderbar positioniert. Und bevor er gleich aus meinem Sichtfeld verschwindet, würde ich die Gelegenheit doch tatsächlich nutzen. Kollege, bitte nochmal kurz stehen bleiben vielleicht. Einmal ganz kurz nochmal. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so feierlich. Aber gut, wir haben noch mehr Kollegen zur Auswahl. Er hier schaut sich schon die ganze Zeit so um. Der hört was, der weiß was. Wir gucken nochmal, was der vordere Kollege dafür den A-Werte hat. Für Sternewerte. Hallo, darf ich das sehen, bitte? Ein Stern nur. Ein Stern ist schon ein bisschen wenig, muss ich zugeben. Was haben wir hier eigentlich noch dabei? Oh, na Mensch, guck mal, das ist doch genau das Richtige. Gut, dass ich immer ein Rotwild locker dabei habe hier auf dieser Map. Ohne den geht natürlich auch gar nichts. So, der Kollege dreht sich jetzt bestimmt um, oder? Also selbst wenn er sich nicht umdreht, ich glaube, die Position, die er gerade einnimmt, ist ganz gut für mich. 180 Meter, ein bisschen Seitenwind, aber so könnte ich, wenn ich so knapp am Schulterblatt vorbeischieße, könnte ich vielleicht das Herz noch treffen. Oh ja, wenn er so das Bein so ein bisschen nach vorne stellt, vielleicht sogar. So. Noch einen Schritt nach vorne mit dem linken Bein vielleicht, Kollege. Kommt eigentlich einer? Nee, es kommt keiner. Oh ja, so ist perfekt. Nein, ich habe den Zeitpunkt verpasst. So, ungefähr so würde ich jetzt denken. Ungefähr so. Ja, mach noch einen Schritt.
So, wir werden es sehen, wer gut gesessen hat oder nicht. Könnte auch sein, dass der nicht so gut gesessen hat. Ich weiß nicht, die Blutspur sieht mir ein bisschen klein aus, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ja, komm, damit wir wenigstens noch irgendwas hier abschießen. Ja, komm, mein Freund, du hast es mir auch zu leicht gemacht. Ich weiß, dass es ein Jungtier war, liebe Leute, beruhigt euch. Aber was soll man machen? Das ist halt genau in meinen Schusswinkel gelaufen. Ich konnte einfach nicht mehr abbrechen. Was soll ich machen? Aber der erste Schuss, ich weiß nicht, Leute. Es gefällt mir nicht, dass die Blutspur so klein aussah. Und auch von der Farbe her ein bisschen dunkel aussah. Wobei ich eigentlich der Meinung... Nein, nicht festhängen, bitte. Ach, sehr gut. Wobei ich eigentlich ja der Meinung bin, dass der schon... Obwohl, alles gut, Leute. Beruhigt euch, wir haben einen guten Treffer gelandet. Ja, moin. Ja, moin. Jetzt, gut. Gucken wir noch den anderen Treffer an. Der war hier. Das war der andere Treffer. Okay, das ist viel Blut. Das heißt, das Tier haben wir wahrscheinlich mit einem Herzschuss erlegt. Da liegt es nämlich auch schon. Krass. Ich meine natürlich, ja, genau so war es geplant, natürlich. Wie gesagt, das Tier ist genau in meinen Schusswinkel gelaufen. Wenn es dann halt, ne, genau perfekt stehen bleibt, was soll man machen? Ja, geil. Das ist natürlich nicht so gut, ne. Ist natürlich ein bisschen schade, aber gut. Dafür haben wir einen schönen Schuss hingelegt. Ich denke, das ist in Ordnung. All in all. So, jetzt ist die Frage. Wo Blut? Da drüben sehe ich auf jeden Fall Blut. Das müsste ja hier irgendwo langkommen. Ja, hier. Und dann hier die Straße entlang, okay. Soll ich das Auto lieber mitnehmen oder lieber nicht? Jetzt ist es hier wieder nach unten gelaufen, das Tier, okay. Hat eine wilde Strecke auf jeden Fall hinter sich. Ja, ich laufe mal kurz ein Stück, obwohl... vielleicht sind die Rothirsche halt hier noch ums Eck. Wenn die noch hier in der Nähe sind, ich meine... ich würde schon noch eins mitnehmen, ganz ehrlich. Da würde ich nicht Nein sagen. Aber wahrscheinlich werde ich sie nicht nochmal wiederfinden. So, wir laufen auf meinen Hochstand zu, der hier noch steht. Gerade was gehört? Da oben waren sie. Tja, schade, aber wenigstens weiß ich jetzt, wo unser Tier liegt, ne? Gut, Vor- und Nachteile. Ja, das schaffen wir auch ohne nochmal zu cutten, oder? Ich hab schon so viele einzelne Cuts. Wir laufen da mal kurz hin, das ist gut für die Beine. So. Kurz gucken, kommt was? Alles klar. So ein paar gibt's. So ein bisschen Gegenverkehr, das würde doch die Spielwelt noch beleben, oder? So ein paar Autos, die hier rumfahren. Wäre dann auch die natürliche Jagdkomponente. Würde einfach nur abpacken, weil die Tiere die ganze Zeit abhauen würden. Aber vielleicht würden die Tiere dann auch so abhauen, dass sie bei einem selbst in den Sichtbereich laufen. Wer weiß. Würde vielleicht mehr Dynamik reinbringen. Wer weiß das schon. Nein, wäre wahrscheinlich einfach nur Shit. Ganz knapp am Herz vorbei. Der Schuss war eigentlich ganz gut. Aber ein paar Zentimeter zu weit rechts leider. Schade. Weil also das Herz erwischt hätten wir auf jeden Fall. Genug Tiefe hat der Schuss. So, 2 Sterne. 66%. Ja, ist okay. Ist okay. Wenigstens mal etwas, das kein Mufflon oder keine Gams ist, ne? Ja, vielleicht finden wir ja noch einen Dammhirsch oder so. Ich fahre nochmal ein Stück weiter runter. Hier unten könnten sogar wieder Wölfe kommen. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Wölfe. Unwahrscheinlich. Gut. Zum Schluss hin habe ich doch nochmal ein paar andere Tiere gefunden. Und zwar ein paar Dammhirsche. Da oben im Wald stehen sie. Ich habe auch eben schon ein Männchen gesehen. Ich habe die Tiere eben kurz aufgeschreckt, hier weiter unten am Fluss. Bin ihnen dann nochmal ein Stück weit nach oben gefolgt. Und jetzt sind sie hier in den Wald abgebogen. Und da werde ich wohl einen von ihnen mitnehmen. Das wird wahrscheinlich auch unser letztes Tier werden. Gehe ich mal stark davon aus. Aber zunächst müssen wir erstmal das Tier finden. Ich habe auf jeden Fall ein Männchen gesehen, was ich gerne mitnehmen wollte. Die Tiere, die gucken sich schon so ein bisschen um. Ich glaube, da hinten sehe ich das Geweih, das ich mitnehmen will. Also wenn ich mich recht entsinne... Oh ja, guckt mal hier. 2 Sterne, ausgewachsener Dammhirsch. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, wir benutzen mal den Hirschlogger.
Und guck mal, ob der ganz locker hier rüberläuft. Dann wäre schon mal nicht schlecht. Ich habe den locker eben schon mal kurz benutzt, deswegen war auch die Leiste schon halb voll. Aber das hat scheinbar noch niemand interessiert gehabt. Gucken wir mal, ob das jetzt besser funktioniert. Wo ist er denn jetzt hin? Ich habe ihn schon wieder aus den Augen verloren. Ich glaube, dass ich immer weiter ranlaufe, verschlechtert meinen Winkel vielleicht ein bisschen. Okay, hier. Da ist er. Meint ihr, der hat vielleicht einfach weniger den A-Wert? Einfach so 49% oder so? Aber das Geweih sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich meine, gut, ihr habt es jetzt vielleicht noch nicht so genau gesehen, das Geweih. Aber es sieht schon relativ symmetrisch aus. Aber trotzdem funktioniert der locker nicht. Also irgendwas stimmt hier ja nicht. Wir probieren es nochmal. Das Tier ist weg. Wer seid ihr denn? Warte mal. Hier hat sich gerade irgendwas verändert. Okay. Das sieht besser aus jetzt. Ich meine, er kommt zwar immer noch nicht auf mich zu, aber er steht jetzt seitlich. Das heißt, wir haben unsere Gelegenheit, den Schuss zu setzen. Oh, perfekt. Perfekt. 150 Meter ist auch gut. Seitenwind ist auch gut. Zack. Abfahrt, mein Freund. Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt. Okay. Ja, will noch irgendein Weibchen einfach mal einen Fehler machen? Nee, auch nicht. Okay. Tja, gut. Nachwuchs war auch noch am Start. Da war noch ein Jungtier dabei. Vielleicht auch noch ein erwachsenes Tier. Ich weiß gar nicht. Von daher ist das alles so in Ordnung. Aber jetzt interessiert mich ja trotzdem mal, wie viel DNA-Wert das Tier hat. Weil, dass der nicht auf meine Tröte geantwortet hat, bin ich schon ein bisschen frech. Und unter 40%, ne, unter 50% halte ich für unrealistisch. Ganz ehrlich, halte ich für unrealistisch. Aber wir werden das gleich sehen. Also meine Schätzung ist ja so an die 60%. Also 61,25 würde ich jetzt schätzen. So. Ich meine, guckt es euch an. Es sieht gut aus, das Tier. So, erinnert euch an meine Schätzung? Ach, guckt mal, sogar 81%. Ja, mit meinen 61, ja, 20% daneben. Aber, ja, eigentlich ein gutes Tier. Ja, ja, ja. Warum er nicht gehört hat, wir werden es nie erfahren. Wo haben wir getroffen? Ja, knapp über dem Herzen. Knapp vorbei am Knochen hier vorne. Ja, auch das ist in Ordnung. In Ordnung. Okay, ja, dann haben wir es doch soweit erstmal wieder geschafft für heute. Zu guter Letzt war die Abwechslung dann doch noch gegeben. Am Anfang nur mit den Mufflons und den ganzen Gämsen. Das war natürlich ein bisschen einseitig. Aber jetzt haben wir doch noch mal ein paar schöne Tiere dazu bekommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, gerne einen Daumen nach oben da lassen und schlagt gerne Challenges in den Kommentaren vor. Für sowas bin ich immer zu haben. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao, ciao, Leute. Lasst es krachen.